So, jetzt habe ich die Viecher gepult, ne? Ja, ich höre sie doch schon. Ich höre sie doch schon. Aber es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn wir uns zurückporten, beziehungsweise mal ins Leuchtfeuer setzen. 3600 sehen, da können wir schon mal ganz gut aufleveln. Und ja, das kann ganz hilfreich sein, glaube ich. Soll ich an dem den Parry üben? Ja. Ja. Ja gut, das Leuchtfeuer ist eh nah. Von daher ist es nicht mal ganz so schlecht. Verlassen. Wieso machen die auch verlassen als Standardoption rein? So, jetzt muss ich aber gerade mal schauen, warte mal. Wie weit wir aufleveln müssen an Stärke, bevor wir das Ding nutzen können. Nee, das ist der falsche. 24. Okay. Rechts die Menschlichkeit. Mein Gott, was machst du denn? Was? Welche Menschlichkeit? Soll ich die Menschlichkeit nehmen? Stimmt, also. Ja, stimmt. Ich kann mich ja gar nicht teleportieren. Ja, ich war jetzt drauf und dran, mich zu teleportieren. Das hat man schon so tief drin mittlerweile, dass ich mich teleportieren möchte. Aber da ist ja dieser Shortcut hier oben noch. So, soll ich die Menschlichkeit nehmen? Also, warum? Noch nicht. Ich heb die noch ein bisschen auf. Oder was meinst du, Marcel? Das ist die große Frage. Was meinst du mit rechts die Menschlichkeit? Geht mir da irgendwie gerade gedanklich was durch die Lappen oder was meinst du? So, dann gehen wir mal den Fangstunner freischalten. Bevor wir irgendwas anderes machen. Dann können wir nämlich noch den Typen killen. Wir könnten uns theoretisch auch die Kisten hier holen, die es hier unten gibt. Ach, da liegt Menschlichkeit. Ach so, ja, die können wir uns dann noch holen. Ach so, ach so. Das ist jetzt zu spät, ja. Das ist durchaus zu spät. Das habe ich nicht gesehen, ja. Da müsst ihr mich, ja, auf jeden Fall auch mal drauf hinweisen. Wenn ich irgendwie raffe, was ihr meint. Aber meistens gucke ich mal dann schnell weiter. Das ist ein bisschen doof. So, der gute Kerl, der mich im Akkro-Mod immer kaputt hauen will. Das ist immer sehr fies. So, okay. Dann setzen wir uns mal an das Normale. Da kriegst du Plack! So sieht's aus. Es tut mir leid, Morsel. warte, wir machen erstmal kurz den Boss hier. Also den Boss, den Loudrack. Und dann sehen wir uns bei den Gargoyles wieder. So, mit dem quatschen wir jetzt erstmal. So, lebt die Alte jetzt noch? Die lebt noch. Okay, das ist schön. Dann können wir die Flakon verstärken. So, ich mache dich jetzt nass, ne? Ich mache dich jetzt nass. Ja, wir machen das so. Dann machen wir so. Und so. Ja, der will noch nicht so richtig, ne? Ja, ich bin sehr sure about this. Runtergefallen, du Pfeife. Jetzt ist mein Ring weg. Das ist ja Wahnsinn, ey. So. Xogiax, grüß dich. Ich hoffe, du hast das richtig ausgesprochen. Ich sage mal Lautreck. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das funktioniert bei Dark Souls 1 noch. Wenn wir jetzt kurz beenden hier an der Stelle, dann logge ich wieder ein und dann liegt das Item da, wo der runtergefallen ist. Das ist das Gute noch an... Okay, ihr schreibt es auch schon in den Kommentaren, da bin ich beruhigt, dass es wirklich stimmt. Ja, das ist das Gute noch an Dark Souls 1. Das klappt, glaube ich, bei Dark Souls 2 nicht mehr. Wenn ich mich nicht täusche. Ich bin der hier. Nein, Nico, mein Gott. Was? Was? So, da liegt der Ring. Menschlichkeit. Und Schutzring der Gunst. Sehr schön. Haben wir Menschlichkeit und den Schutzring. Ich weiß gar nicht. Verstärkt CP, Ausdauer, Last. Sehr schön. Dann dürften wir jetzt sogar schon... Ja.
Alter. Das wäre fast schon wieder schief gegangen. Dann haben wir jetzt eine Fast Roll, ne? Sieht jetzt irgendwie... Ich mache mich jetzt menschlich, ja. Ich mache mich menschlich. Ich komme sofort. So, zwei brauchen wir noch. Level 11 bin ich. Dann poppe ich mal schnell noch ein paar Sachen. Sister. Vielleicht reicht das ja noch für ein Level. Das ist jetzt das Doofe, man kann jetzt gar nicht mehr die Sachen machen hier. So, eigentlich dürfte es nicht lecken, Xiogax. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Dann liegt es eventuell an dir. Bin ich mir nicht ganz sicher. Pop up den Stream. Pop up den Stream? Okay, ja, machen wir. So, 1000. Oh, das war zu viel. Ja, ich bin fast von der Brücke gesprungen. Der hat aber extrem Delay, ne? Krass. Das ist krass. Okay. Dann, was machen wir weiter? Das ist die große Frage. Ja, ihr könnt mal in den Chat schreiben, was ich jetzt weiter skillen soll. Wir haben jetzt die 23 Stärke erreicht. An der Stelle. Und was machen wir jetzt? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Wie skillen wir weiter? Ein Zweihänder... Was? Wieso können wir den immer noch... 24. Weil wir 24 brauchen. Oh, da habe ich mich verrechnet. Scheinbar irgendwie. Nehmen wir halt noch eine Seele. Machen wir halt 24 draus. So. Was sollen wir dann mit den restlichen Leveln machen? Das könnt ihr mal in die Kommentare. In den Chat hauen, nicht in die Kommentare. So, jetzt haben wir den Zweihänder. Schöne Sache. Das läuft. Mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt machen. Ja, so, dann ab nach oben wieder und Schissbuchs, ach so, ja, kann ich mich gleich hier menschlich machen eigentlich. Das ist eigentlich ganz gut. Da brauche ich nicht nochmal zu dem anderen Leuchtfeuer. Und dann komme ich zu dir und dann machen wir LP-Skill. Okay. Ja, habe ich halt auch gedacht. War mir halt nicht ganz sicher. Aber was willst du großartig noch anderes skillen, ne? Das ist halt die Frage. Bringt halt nicht mehr so viel, alles andere. So. Entfachen brauchen wir das Ganze nicht. Es reicht einfach Ausbildung umkehren. Da muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. An das ganze System, weil es halt komplett anders ist. Gut, menschlich sind wir. Leben, Skillen und Geschick. Ja, die Frage ist, wie viel weiter skillen wir das, ne? Ja, das ist die große Frage. Katakomben. Nein, wir machen jetzt erstmal Gargoyles. 13 Mühe verlangt Katakomben. Welchen NPC? Diese, Kleriker-Alte da. Komm, geh mal nach oben hier. Feuerrad down. Ja, das wäre wirklich, angemessen, sage ich mal, ne? Das Feuerrad könnte man wirklich mal down machen, relativ früh zumindest. Ist ja nicht schwer. Und dann mit, also ohne Akromod, ist das ja dann nochmal wirklich einfacher. Mit Akromod könnte ich ja theoretisch echt kotzen. Ach, den Paladin. Ja, weiß ich auch sofort, wenn du meinst. Das ist so lange schon daher, ich hab da keine Ahnung mehr. Geh doch mal weg hier, du Dreckvieh. So, wie viel Schaden machen wir denn jetzt eigentlich? 53. Ja, schon mehr. So. Ja, wird wenigstens umgebumst, der Kerl. Das ist schon mal ganz gut. Gut. Ich glaube, ich mache die jetzt alle mal kaputt hier. Sonst ist mir das halt echt zu heikel. So, ja. So sollte man das nicht machen. Wir trinken schnell was. Komm, komm, komm. Jo. Und weggesiebelt. Das ist das Gute an diesem breiten Schlag. Ja, scheiße, Swords. Die sind halt echt auch schnell. Schneller als ich. Ups. Und... Alter, kommt der nächste. So, jetzt aber. Kommen noch welche.
So, jetzt. Wumms. Alle weg, hoffe ich. Zerbrochenes Schwert. Du rufst mir in Skype an und erzählst mir das eben. Ich habe ja auch nicht angeschlossen. Das geht ja auch nicht. Ich habe nicht mal Skype offen. Das ist das Problem. So. Dann muss ich mal gucken, wo der Schissbuchs liegt. Ob er direkt oben liegt. Da ist keiner. Müssen wir halt mal gucken, ob das klappt. Also, Windows Live ist ja so doof, ne? Rito Solaire. Welpenkornett 3. Bist du das? Welpenkornett? 12 Geschicklichkeit für den Bogen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, Schissbuchs, wie heißt du denn? Heißt du hier Schissbuchs oder wie heißt du hier? Weil aktuell liegst du hier nicht. Es sei denn, du bist Welpenkornett 3. Oder bist du noch weiter unten? Das ist jetzt die große Frage. Ich gucke einfach mal nochmal nach unten. Weil das kann durchaus sein. Ich weiß gar nicht, ob man hier schon liegen kann. Ich glaube aber nicht. Es geht. Nee, doch, man kann, glaube ich, auch schon ganz unten liegen. Ja, schreib einfach mal in die Kommentare, Schissbuchs, wo du direkt liegst. Bitte genau erklärt. Den Patch muss ich runter machen, weil auch der mit OBS Macken macht. Möwe. Deswegen ist das ein bisschen doof. Ne? Genauso wie der DS-Fix. Den muss ich auch runterschmeißen. Weil ich es leider Gottes nicht zum Laufen gekriegt habe. Der Slav hatte ja auch schon Probleme damit. Damals, als er es gestreamt hat. Das war alles so ein bisschen problematic. So, ich gucke einfach mal. Das ist ja immer, in Dark Souls ist es immer so problematisch mit Beschwören. Ne? Alles ein bisschen sehr doof. Möwe und ich können da echt ein Lied von singen. So, da ist nur so leer. Ja, das ist halt doof. Also deswegen ist Beschwören halt echt im Stream ganz geil eigentlich. Aber es ist halt alles so ein bisschen doof. Weil ich habe halt noch OBS, ich hatte noch nicht das Geld, mir XSplit zu kaufen. Ja. Das ist halt alles ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, was XSplit kostet. Später war es geil, das auf jeden Fall. Da sagt der Möwe, also wir haben ja echt doch schon viel zusammengespielt. Und, oh, Message Lead, das war zu lang, Moppets, glaube ich. Mach mal in kurzen Zeilen. Long Message, Warning. Okay, ja, ich habe den Nightbot angeschaltet, leider Gottes. Weil ich nicht wusste, ob jemand da ist. Der, also ob Möwe, bei Möwe, habe ich erfahren, hat eine Stunde vorher auch schon gestreamt. Deswegen war das ein bisschen problematisch. Ja, spendet dem guten KX mit 30 Euro. Das ist echt doof, ja. Also das hätte ich erwähnen müssen. Entschuldigung, Marcel. Wusste ich jetzt auch nicht, dass du so eine lange Message schreibst. Einfach in kurzen Sätzen schreiben. Ich logge mal kurz aus nochmal. Und schau, ob der Schissbuchs da ist. Er hört gerade auch, glaube ich, auch gar nicht zu. Zumindest habe ich habe ja gefragt, wo er genau liegt. Nicht, dass ich jetzt hier oben irgendwie warte und er wo ganz anders liegt. Vielleicht. Kann ja sein. Das weiß mir aber nicht. Da fällt mir übrigens ein, das waren ungefähr 15 Zeilen. Es tut mir echt leid, Morse. Es tut mir leid. Da fällt mir ein, ich habe den Domation-Tracker ja an. Ich weiß gar nicht, ob der funktioniert. Ich habe es auf dem Laptop nochmal vorsichtshalber irgendwie auf, dass man sieht, falls jemand spenden sollte, kann ich das gern vorlesen, aber ich weiß gar nicht, ob das... Du wurdest invadiert, ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell dann auch im Twitch-Chat gepostet wird, wenn jemand gespendet hat, ob das dann irgendwie als Text-Message kommt, das weiß ich nicht, weil der Bot ist irgendwie nicht drin, das funktioniert irgendwie bei mir nicht, keine Ahnung. Da kenne ich mich absolut nicht aus. Ich habe das mir eine Weile angeschaut, aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ja, ansonsten, ich habe ja das Fenster auch auf dem Laptop offen. Da
ja, braucht euch keine Sorgen machen. Das lese ich gern vor, wenn das Sinn macht, ne? Ja, Schissbuchs, bist du denn dieser Kornett, Welpe Kornett 3? Das würde mich mal an der Stelle interessieren. Ah, da ist jetzt wieder einer aufgetaucht. Bist du das? Das ist jetzt die Frage. Bist du das, Schissbuchs? Welpe Kornett 3? Ich warte kurz, ich warte. Also der 25 Sekunden Delay kann nervig sein. Das bist du. Ach, okay. Gut, dann ist es ja unproblematisch. Beschwören wir dich und dann geht's los. So. Coole Sache. Das ging ja echt unproblematisch. Nicht so wie bei Möwe und mir. Wo wir einfach mal, keine Ahnung. Eine halbe Stunde, länger. Mitunter sogar 2 Stunden auf uns gewartet oder uns gesucht haben, bis das irgendwie annähernd funktioniert hat. Das waren teilweise, ja, einfach nur Quatsch-Sessions, weil wir uns nicht gefunden haben. Ja, da können wir echt ein Lied von singen. So. Ich hoffe, es funktioniert irgendwie. Dein Zeichen ist weg, aber wie lange dauert das denn? Normalerweise dauert das nicht so ganz lange. Na, na, na? Anrufung gescheitert. Auch davon können wir ein Lied singen. Ach Gott. Ja, es ist problematisch hier. Doch nicht ganz so einfach. Wir haben uns nämlich auch immer gesehen. Also das ging, glaube ich, ganz einfach. Wir haben uns gesehen und dann plötzlich Anrufen gescheitert. Okay. Ja, ich kann dich auch weiterhin rufen. Das ist halt das Problem von Xbox, ja, nicht von Xbox Live, aber von Games for Windows Live. Der Dienst wurde ja irgendwie offline geschaltet. Man kann zumindest nicht mehr in den Marketplace rein. Ich musste mir das gestern nochmal runterladen, nochmal aktualisieren und in den Marketplace kommt man jetzt nicht mehr rein. Aber der Dienst an sich scheint noch zu funktionieren. Man kann sich normal einloggen, kann online spielen und kann auch noch die Leute beschwören. Aber es funktioniert wie nach wie vor, wie auch schon vorher. Nico wird doch Sänger. Wieso werde ich Sänger? Wieso werde ich denn Sänger? Das klappt bei mir nicht, weil... Das ist da ist diesmal tatsächlich Xbox Live dran, Windows Games for Live dran schuld, ne? Weil das war schon seit jeher, also Möwe und ich können da echt ein Lied von singen. Das war seit jeher, war das Kacke. Es war Kacke. So richtig Kacke. Bei der PS3 war es irgendwie, keine Ahnung. Das lag wirklich an mir, glaube ich. Aber das sollte jetzt eigentlich auch wieder gefixt sein, meine ich. Weil ich habe da schon etliche Sachen ausprobiert und es sollte theoretisch klappen, wenn ich mich nicht täusche.